Hey, guten Morgen! In diesem Video erzähle ich euch, warum ich mich gegen eine finanzielle Einnahmequelle entschieden habe, obwohl vieles dafür spricht, und weitere Experimente und Updates der letzten Tage. Fangen wir an! Ich habe von der Firma, die das neue natürliche Energiegetränk Neonate hergestellt hat, Pulver im Wert von über 60 Euro zugeschickt bekommen, um es zu testen. Zeitgleich stand das Angebot im Raum, auch als Affiliate für das Produkt zu werben und entsprechend Einnahmen für mich und meinen Kanal zu generieren. Fangen wir mit den positiven Dingen an. Also, wer Neonate nicht kennt, das ist ein Pulvertütchen, was man in sein Getränk reintun kann und was eine wie auch immer geartete Wirkung auf den Geist haben soll. Die Beschreibungen gehen dabei im Netz von fokussierter bis hin zu entspannter oder auch beides gleichzeitig. Entsprechend waren auch meine Erwartungen an das Produkt. Also positiv war die Zutatenliste. Alles nur gesunde Pflanzenbestandteile und Pulver, die ich auch jederzeit in meinen Smoothie reintun würde. Von der Seite her absolutes 1+ für das Produkt. Durch die Verpackung, die man immer in der Tasche bzw. im Portemonnaie haben kann, ist man auch jederzeit quasi bereit, sich selber mit Wasser einen schmackhaften Energietrink zuzubereiten. Auch das ist positiv. Weiterhin positiv, dann eben der Geschmack als solches, der egal ob in hoher Konzentration, das heißt ein Päckchen auf 100 bis 200 Milliliter oder ein Päckchen auf 2 Liter, immer schmackhaft ist. Einmal intensiv oder als Wasser mit Geschmacksnote. Und der letzte positive Punkt ist dann, dass das Nutzen dieses Produktes quasi einen bewussten und gesunden Lifestyle auf psychologischer Ebene fördert und damit eben auch ein bewussteres Leben. Aber ich habe mich trotzdem zum jetzigen Zeitpunkt wohlgemerkt gegen eine Partnerschaft und eine entsprechende Werbung für das Produkt entschieden. Und das, obwohl der Anbieter hier regional bei uns in Leipzig sitzt und ich große Sympathien für das Unternehmen und die Idee habe. Grund ist der Effekt dieses Getränks und damit auch einer der Kernpunkte, womit geworben wird. Ich habe weder kurzfristige Effekte feststellen können, noch auch nach einer intensiven, langfristigen und regelmäßigen Einnahme bei den zum Beispiel Lumosity Tests, das ist eine Webseite, wo man seine geistigen Fähigkeiten trainieren kann, eine signifikante Wirkung feststellen können für mich. Und wenn ich für ein Produkt werbe, dann muss einfach alles passen. Und wenn die Werbung von Neonate weniger auf eine geistige Verbesserung als mehr hin zu einem gesunden Lebensstil und damit einem bewussteren Leben tendieren würde, dann würde ich da auch Werbung machen und dieses Produkt gerne vermarkten und damit dann auch Geld verdienen. Aber so kann ich da gerade, weil mit dieser Werbung und den echten oder unechten Erfahrungen anderer Werbenden entsprechende Erwartungen beim Käufer geschürt werden, nicht guten Gewissens selber auch dafür werben. Ich wünsche dem Unternehmen Neonate wirklich alles Gute mit dieser Geschäftsidee und die Idee ist wirklich eine gute Sache, aber ich habe einfach für mich persönlich keine positiven neuronalen Effekte feststellen können und dadurch entscheide ich mich eben gegen das Geld und das Vertrauen, also für das Vertrauen meiner Zuschauer. Und ich möchte das auch explizit noch einmal herausstellen, weil es eben bei YouTube, denke ich, nicht der Standard ist, dass ihr euch, was die Produkttests angeht, darauf verlassen könnt, dass ich wirklich zu 100% ehrlich bin und eben nicht wie andere YouTuber einfach alles bewerbe und zu Geld mache, was irgendwie möglich ist, um aus YouTube ein Business zu machen. Denn dann ist mein YouTube-Kanal einfach nur eine Arbeit, ein Job, um Geld zu verdienen und entspricht nicht meinem Wunsch, die Welt ein Stück besser zu machen, sondern einfach nur mich zu bereichern. Ich möchte damit auch wirklich keinen angreifen. Jeder soll das machen, was er für richtig hält und gerne auch à la Business 1x1 nur den Fokus auf die Gewinnmaximierung und nicht auf die eigenen Ideale legen.
Das bleibt wirklich jedem selbst überlassen. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Ich freue mich natürlich über jeden Euro, den ich hier bei YouTube verdiene. Aber dann bitte geboren aus Dankbarkeit und ehrlichen Absichten. Und indem ihr auf die Werbung hier bei YouTube klickt oder ihr aufgrund meiner Informationen auf einen Amazon Reflink in der Infobox klickt, bevor ihr einen Einkauf macht, da zeigt ihr mir, dass das von euch ja auch so angenommen wird. Und ich bin da nicht wenig stolz darauf und deswegen thematisiere ich das auch, dass wir so eine ehrliche und respektvolle Kultur aufgebaut haben. Und entsprechend hohe Kriterien habe ich dann auch bei meiner Entscheidung, ob ich in ein Affiliate-Programm einsteige oder nicht. Ich sage das auch deshalb so ausführlich, weil entsprechendes Unternehmen, Neuronate und auch andere Unternehmen mittlerweile ja auch meine Videos schauen und ich da absolut transparent bleiben möchte. Sowohl von Unternehmersicht als auch von Kundensicht. Ja, ein Link zu der Playlist meiner gesamten Produkttests findet ihr oben in den Infokarten oder bei mir in der Kanalübersicht. Okay, kommen wir nun zum nächsten Experiment. Mein Essen ohne Denken. Seit 10 Wochen denke ich nicht mehr beim Essen und habe, ohne dass ich meine Ernährung irgendwie explizit umgestellt habe, 5,8 Kilo abgenommen in den 10 Wochen. In der letzten Woche waren es nur 100 Gramm, glaube ich, waren es. Ja, genau 100 Gramm und in dieser Woche habe ich auch gerade mal 200 Gramm abgenommen, während ich in den Wochen zuvor immer ca. 500 Gramm abgenommen habe. Das könnte bedeuten, ich bin wohl langsam wirklich bei meinem Idealgewicht angekommen. Ich spreche also weiterhin eine absolute, es gab keinen Jojo-Effekt oder sonst was, ich spreche eine absolute Empfehlung aus für Menschen, die abnehmen wollen und keinen Ansatz finden oder denken, sie hätten schon alles probiert, dieses einfach mal auszuprobieren. Einfach das Experiment starten und beim Essen sich voll auf das Essen einlassen, ohne Denken, ohne Gedanken und natürlich ohne Lesen, TV, YouTube, Gespräche und so weiter. Wer noch Probleme mit der Gedankenlosigkeit hat und das ja einfach nicht kann oder denkt, er kann nicht denken, den empfehle ich das Video zum Thema, was auch oben in den Infokarten verlinkt ist. Weiter geht's. Wie ihr ja wisst, ernähre ich mich weitestgehend rohköstlich und entsprechend präferiere ich auch immer bei zwei Varianten desselben Gerichts die Rohkostversion. Nur bei einigen Dingen funktioniert es immer noch nicht und da entscheide ich mich für die Kochversion. Und ja, das gilt zum Beispiel für Sushi, insbesondere den Reis im Sushi. Blumenkohl-Sushi oder ähnliches ist einfach kein Reis-Sushi und es schmeckt mir nicht so gut. Und entsprechend habe ich jetzt mal ein kleines Experiment gestartet, indem ich Naturreis einfach in kaltes Wasser eingeweicht habe und ja, abwarte, ob er irgendwann weich wird. Sollte dies nicht der Fall sein, probiere ich es dann noch einmal mit Sushi-Reis. Der hat dann nicht so eine ganz harte Schale. Mein Plan ist, dass ich eben auch ja, die Klebewirkung dann auch erreiche von dem Reis, dass ich den Reis, der dann quasi immer noch Rohkostqualität ist, dann ganz leicht anmixe und ja, dann als Reis für meinen Sushi verwenden kann. Bisher habe ich den Reis in 2 Tage im kalten Wasser und bisher keine nennenswerte Erweichung feststellen können. Beim Wildreis, der ja botanisch leider kein Reis ist, hat es ja wunderbar funktioniert. Aber echter Reis scheint da ja, Probleme zu bereiten. Aber wir werden sehen. Und last but not least gibt es ein visuelles Update zu meinem Kombucha-Pilz. Er scheint sich wirklich jetzt auszubreiten und tatsächlich wirklich zu leben. Und das will ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und deshalb gibt es jetzt das Video. So, es fängt an zu pilzen. Hört euch das an. Also unter normalen Umständen würde ich sagen, ja, es ist ja pilzig, es ist ja schimmlig. Aber ich denke mal oder hoffe mal, dass das normal sein wird, was hier so an sich wächst. Na, das ist der Kombucha-Pilz. In ein paar Tagen werde ich dann das erste Mal den Kombucha zu mir nehmen und ich muss nur noch mal schauen, wie ich das auskippe und dabei den Pilz nicht verletze und wie das Auskippen an sich dann irgendwie funktioniert. Aber da mache ich mich auf jeden Fall noch mal schlau für euch. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne und bewusste Woche und seid zufrieden bei den Dingen, die ihr tut und die ihr noch tun könnt. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.